Und herzlich willkommen, liebe Waage, zur Horoskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 24. bis 30.09.2018 und wir schauen, welche Energien für dich in dieser Woche vorherrschen. Denk dran, ist eine allgemeine Legung, kann also nicht immer für jeden passen. Du ziehst dir das raus, was für dich hilfreich ist, womit du was anfangen kannst, und alles andere lässt du weg. Entscheiden musst du natürlich selbst. So, wir gucken mal, welche Energien von außen auf dich zukommen in dieser Woche. Also was deine Umwelt so mitbringt, wie sie dir gegenübertreten, welche Energien da vorherrschen. Da haben wir den Mond. Der Mond ist eine Karte mit vielen Geheimnissen. Also Dinge, die dir vielleicht nicht so bekannt sind oder mit denen du jetzt gar nicht so viel anfangen kannst. Vielleicht ist das alles für dich ein bisschen verwirrend, unklar. Aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wir haben jetzt hier die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, was Gutes für dich, was nicht so Gutes für dich und den möglichen Ausgang in dieser Woche. So, dann haben wir natürlich auch noch die Wochentage. Da schauen wir mal, welche Energien du in diese Woche mitbringst, also was du nach außen hin zeigst, wie du mit deinen Leuten umgehst oder wie die Wirkung von deiner Seite aus ist. Wir schauen mal. So. Wir haben Stärke. Eine sehr positive Karte. Du strahlst Stärke und Sicherheit aus und das ist schon mal sehr viel wert, gerade wenn so viele Dinge auch unklar sind. Du weißt, was du willst und du weißt, wo es lang gehen soll. So, jetzt schauen wir mal die Wochentage. Da haben wir den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So. Wir beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Was haben wir da für dich? Auch wieder die Stärke. Das passt ja wunderbar. Also du fühlst dich stark, sicher. Du kannst das Biest zähmen sozusagen, je nachdem, welches Biest dir begegnet. Und sehr schön. Gucken wir nach deinem Wunsch. Was hast du denn für einen Wunsch in dieser Woche? Die 6 der Münzen. Das ist Geben und Nehmen ausgewogen. Also Balance, Harmonie. Das ist schön. Das passt auch sehr gut zu deinem Sternzeichen. Deine Hoffnung und Ängste in dieser Woche. Die Ferild. Das ist eine Fee. Das ist eben diese Intrigenspinnerei, das Unbekannte. Das, was dir nicht bewusst ist. Also auch wie hier der Mond. Die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst oder wo du nicht großartig was machen kannst. Wenn es Gerede gibt oder so, kannst du nicht viel dagegen tun. Das ist leider so. Das sind also die Dinge, die dir aus der Hand genommen werden. Also wo du gar nicht eingreifen kannst oder die auch hinter deinem Rücken stattfinden. Das ist so die Angst oder die Befürchtung, sag ich mal. Gut für dich in dieser Woche. Das Ass der Kelche. Das heißt, du bist sehr sensitiv, du bist sehr gefühlvoll. Du fühlst dich ja auch vielleicht geliebt und hast auch sehr viel Liebe zu geben. Das heißt, du bist auch harmonisierend, diplomatisch, ausgeglichen. Das kann nur von Nutzen sein für dich. Was ist denn in dieser Woche nicht gut für dich? Das Ass der Münzen. Da geht es auch um Stabilität und Sicherheit, aber du kannst jetzt wahrscheinlich aufgrund dieser Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, da nicht viel machen. Also wäre das ein schlechter Zeitpunkt, zum Beispiel irgendwas in Finanzen zu ändern oder ich sag mal Neukauf, ein Auto kaufen oder Geld zu investieren oder ich sag mal zu Hause was zu ändern. Also diese Woche eignet sich dafür nicht so. Dann haben wir den möglichen Ausgang in dieser Woche. 5 der Münzen, das ist Traurigkeit. Es könnte sein, dass dich eben diese Geheimniskrämerei und diese Intrigen oder so ein bisschen deprimieren. Gucken wir mal, was die einzelnen Wochentage zu bieten haben. Vielleicht können wir dann auch so ein paar klärende Dinge noch hinzufügen, damit das für dich leichter wird in dieser Woche. Du bist auf jeden Fall stark, das ist schon mal sehr gut. Der Montag. 4 der Stäbe. Alles gut, alles harmonisch. Du fühlst dich wohl,
Sicherheit, Stabilität, die vier Säulen, die dein Dach halten, also auch gefühlsmäßig und auch, ja, es ist noch, ich sag mal, ruhig, angenehm. Der Dienstag. Königin der Stäbe. Könnte sein, dass jemand mit einem Feuerzeichen, Löwe, Widder oder Schütze, irgendwie mit dir zu tun hat an dem Tag. Ob das gut oder schlecht ist, müssen wir schauen. Es kann auch deine Energie sein an dem Tag, dass du feurig bist und vielleicht leidenschaftlich an irgendwas arbeitest oder eben in Beziehungen. Dann haben wir den Mittwoch. Das ist der Page der Münzen. Das ist wahrscheinlich eine Nachricht oder eine junge Energie im Bereich, ja, Münzen. Das bezieht sich auch auf Partnerschaft. Das kann halt jemand Jugendliches sein oder es ist wie gesagt eine Nachricht in Sachen Finanzen oder eben Partnerschaft, aber nichts Schlechtes. Am Donnerstag haben wir die Sonne. Die überstrahlt alles. Da fühlst du dich hervorragend am Donnerstag. Vielleicht hast du irgendwas Besonderes Glück. Auf jeden Fall fühlst du dich sehr gut und das ist auch sehr schön. Die Sonne ist die beste Karte im Kartendeck, also man kann da nichts noch hinzufügen erstmal. Am Freitag haben wir die zwei der Stäbe. Das bedeutet, du hast zwei Möglichkeiten, die sich dir bieten. Beide sind richtig, du kannst beide Wege wählen oder auch nacheinander. Ja? Also einen der Wege wählen und dann vielleicht später den anderen gehen oder eben nur einen davon. Wir gucken gleich noch mit Karten, was das genau bedeutet. Am Samstag haben wir Königin der Schwerter. Das ist eine Person möglicherweise, wie du ein Luftzeichen, Waage, Wassermann oder Zwilling. Das sind Personen, also gerade Königin der Schwerter ist jemand, die schon viel erfahren hat, schon viel erlebt hat und die sich auch nicht irgendwas vormachen lässt und die knallhart ihre Entscheidungen trifft. Ja, entweder hast du diese Energie oder jemand in deinem Umfeld. So, dann haben wir am Sonntag die fünf der Schwerter. Das ist Konfliktpotenzial. Und ja, gucken wir mal, was wir mit dem Ganzen anfangen können. So, die Kraft ist klar. Du fühlst dich stark. Du möchtest Harmonie und Ausgeglichenheit. Deine Befürchtung ist halt das hier. Und da gucken wir jetzt mal nach. Da haben wir die Traurigkeit. Das bezieht sich auf dieses gehässige Miteinander, ja? Wettbewerb, ja? Auseinandersetzung. Ja? Daran arbeitest du. Es macht dir keine Freude, aber du möchtest das eben aus der Welt schaffen. Du hast gut für dich, ist dein Gefühl. Du brauchst ein bisschen Ruhe, du brauchst ein bisschen Abstand dazu, zu diesen Dingen, weil du diesen Betrug schlecht ertragen kannst. Sei vorsichtig. Das ist etwas, es kann auch schwierig sein, wenn man zu harmoniebedürftig ist und den Konflikten aus dem Weg geht. Ja? Das solltest du nicht tun. Du solltest dich schon den Dingen stellen, ja? Aber du kannst dir natürlich ein bisschen Zeit damit lassen. Ja, du beobachtest das, ja, aber lass es nicht die ganze Zeit auf sich beruhen. Schlecht für dich wäre es jetzt, wenn du dich um Finanzen kümmerst und wenn du irgendein Angebot jetzt in Angriff nimmst oder darüber nachdenkst, das ist nicht gut, da haben wir den Turm, das würde scheitern. Also wenn dir irgendwas angeboten wird oder ich sag mal etwas, wo du dein Geld investieren sollst, warte noch ab. Jetzt haben wir hier die Traurigkeit. Und das ist eben aufgrund dieser ganzen Geschichten, die da erzählt werden. Das ist der Ritter der Stäbe, der reinrauscht mit irgendwelchen schlechten Nachrichten oder mit irgendwelchem Gerede. Das wäre nicht gut. Wir haben für dich am Montag die Stabilität und Sicherheit, das traute Heim. Das kann eine Festlichkeit auch sein, Familienzusammenkunft. Eine Hochzeit möglicherweise, etwas Positives auf jeden Fall. Und da haben wir jemanden, der dir auf Augenhöhe begegnet und der an deiner Seite steht und besser geht es nicht. Am Dienstag haben wir die Königin der Stäbe. Das ist die Sonne. Es könnte möglicherweise deine Sonne sein, also diese Partnerschaft. Ja? Oder jemanden, den du noch nicht kennst, der dich wie die Sonne strahlen lässt. Die haben wir hier nochmal, die Sonne.
Dann kommt der Page der Münzen mit dem Eremiten. Diese Dinge musst du gut überdenken, wenn du etwas Neues beginnen willst, vielleicht auch mit dieser Person. Lass dir Zeit damit. Denk drüber nach, was du möchtest, ja, und lass dich nicht überreden. Denk gut darüber nach, was du möchtest. Denn dir strahlt die Sonne und damit hast du die Sicherheit und Stabilität, die du brauchst am Donnerstag. Ja. Das braucht ein bisschen Zeit hier, ja, aber das ist okay. Wie gesagt, man muss nichts überstürzen. Du hast hier zwei Wege, die du wählen kannst. Du kannst beide Wege wählen oder einen oder hintereinander. Ja. Gucken wir mal. Ritter der Stäbe, eine leidenschaftliche Energie. Jemand, der ja, mit viel Feuereifer dabei ist. Das ist aber auch jemand, der schnell, sage ich mal, die Lust verliert, sich zu involvieren. Also dieser Enthusiasmus hält halt nicht so lange an. Ja, und da musst du halt abwägen. Ist das etwas, wo meine Begeisterung länger anhält oder ist das jetzt nur für den Moment? Das ist eine wichtige Frage, die in diesem Zusammenhang gestellt wird. Denn das kann viel bedeuten. Wenn du den richtigen Weg wählst jetzt und mit Feuereifer dabei bist und nicht zu enthusiastisch, sondern realistisch bleibst, kann das sehr viel Profit abwerfen. Das geht dann wieder um Geschäftliches oder vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit jemandem. Am Samstag haben wir Königin der Schwerter. Die haben wir gleich zweimal. Damit bist du in deinem Element. Das ist das Luftzeichen, das seine Wahrheit spricht. Ja? Und da haben wir wieder die zwei der Stäbe. Damit hast du mitgeteilt, wohin die Reise gehen soll, was du möchtest. Auch deine möglichen Partner, deiner Partnerin. Du hast deine Entscheidung getroffen. Das kann möglicherweise Konfliktpotenzial beinhalten. Aber du schaust dir an, was du mit dem, was du bisher erreicht hast, anfangen kannst und wie du kommunizierst. Und dann haben wir nochmal die fünf der Schwerter. Also ich denke mal, es geht hier darum, was du tust beruflich, ob du da an Projekten arbeitest, was dein neues Projekt ist. Du kommunizierst darüber und es gibt vielleicht jemanden, dem das nicht gefällt. Das kann dein Partner, deine Partnerin sein oder auch ein Kollege, ein Boss, wie auch immer. Das könnte möglicherweise zu Konflikten führen, aber ich denke, dass du bei deiner Mentalität und bei deiner Stärke bleiben solltest und ich denke, mit der Königin der Schwerter kannst du sehr gut argumentieren und du weißt auch, worum es geht. Parallel spielt sich natürlich etwas in deinem Gefühlsleben ab. Ja? Ich glaube, dass du jemandem begegnen wirst oder jemanden an deiner Seite hast, der wirklich dir auf Augenhöhe begegnet und dir mit Rat und Tat auch zur Seite steht und dir hilft, die Dinge zu bewältigen. Und jetzt haben wir eine schöne Orakelkarte. Gleichgewicht. Ohne zu urteilen, erschaffe ich mit mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Wenn das keine Waagekarte ist, dann weiß ich es nicht. Okay, auf jeden Fall schaffst du dir deine Welt und du sortierst halt die Leute aus, die dir zu viel tratschen, zu viel Intrigen spinnen und nur auf ihren Vorteil bedacht sind. Und als Engelkarte habe ich Erzengel Jophiel. Dieser Erzengel arbeitet auf dem goldenen Lichtstrahl und bezieht seine Weisheit vom Ursprung aller Dinge. Bitte ihn um Erleuchtung und Hilfe dabei, die Quelle deines eigenen tiefinneren Wissens anzuzapfen. Erzengel Jophiel kann dir auch dabei helfen, zu lernen und Informationen aufzunehmen. Wenn du gerade studierst oder mit irgendeiner anderen Ausbildung beschäftigt bist, wird dir jetzt göttliche Unterstützung zuteil. Rufe Erzengel Jophiel an und bitte ihn, dass er dir die Kraft gibt und dich in die richtige Richtung weist. Er wird dir helfen, negative Gedanken und Gefühle zu überwinden und dir Aufgeschlossenheit, Weisheit und innere Klarheit schenken. Die Engel sagen dir, dass nun die Zeit für dich gekommen ist, den goldenen Mantel der Weisheit zu tragen, also stelle dir vor, dass du von einem goldenen Licht umgeben bist und sei weise.
Die Affirmation, ich zapfe die Quelle meiner inneren Weisheit an. Ja, und das wirst du auch zu verteidigen wissen, liebe Waage. Finde ich toll. Ja? Sei standhaft, lass dich nicht überreden, des lieben Friedens willen. Kämpfe für das, was dir wichtig ist, sowohl in der Liebe als auch im Beruf. Du hast es dir verdient. Ja? Ist sehr spannend. Ich hoffe, du machst was draus. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Lass dich nicht von Intrigen runterziehen. Da kannst du sowieso nichts gegen machen, aber du kannst dich davon distanzieren. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann würde ich mich, wie gesagt, über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du natürlich die Woche hinter dich gebracht hast, über Kommentare, wie du das, ja, ich sag mal, hingebogen hast. Ich würde mich freuen. Und natürlich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Alles Liebe für dich, viel Erfolg, bis bald. Tschüss.